In Polen ist der Bürgermeister der Stadt Danzig bei einem Messerangriff lebensbedrohlich verletzt worden. Paweł Adamowicz war als Redner auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung, als der Angreifer die Bühne stürmte und den Bürgermeister attackierte. Er lachte und war froh über seine Tat. Er ist nicht schnell angekommen und nach der Aktion geflüchtet. Er hat sich damit gebrüstet. Agresywny człowiek, który wbiega, coś robi i zaraz ucieka. On po prostu chlubił się tym, co zrobił. Tak, w ogóle jak ten mężczyzna już latał z tym... Er war länger mit dem Messer unterwegs, aber niemand war in der Lage einzugreifen. Nur ein Mann hat sich ihm entgegengestellt. Ihm gebührt großes Lob. A tylko jeden mężczyzna w sumie odważnie sam podszedł i zaczął reagować. Więc wielkie brawa dla niego. Der Angreifer wurde festgenommen. Er soll Augenzeugen zufolge gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gewesen sei. Unbestätigt waren vorerst Informationen, dass er wegen Banküberfällen mehrere Jahre in Haft war. Bürgermeister Adamowicz wurde wiederbelebt und operiert. Staatspräsident Andrzej Duda berichtete, die Lage sei sehr ernst, es bestehe aber Hoffnung.